Hi, willkommen zurück zur vierten Folge vom DLC zu Resident Evil 8 Shadows of Rose. Willkommen zurück. Wir haben letztens versucht, hier den Weg zu dieser Blume zu finden. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Denn ich habe noch keinen Plan, wie ich zu dieser Blume komme. Das müssen wir jetzt gucken. Also, schauen wir mal, ob wir den Weg dahin finden. Ja, wir sind hier stehen geblieben und hier ist der Weg versperrt. Und da will ich hin. Und die Karte sagt mir, es gibt nicht wirklich einen Weg dahin. Was machen wir da jetzt? Ich meine, konnte ich hier die Tür aufmachen? Vielleicht komme ich ja von hier drüben irgendwie daran. Indem ich hier runtergehe irgendwie? Nee. Bin ich ja dann nur wieder hier im Innenhof. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Hier ist noch ein Schlüssel. Ah ne, bin ich ja gerade rein. Haha, Lutz. Toll. Da unten komme ich auch nicht ran. Wie komme ich an dieser Blume ran? Ah. Wenn wir oben nochmal gucken. Wir müssen auf jeden Fall die Gegenstände irgendwie fallen lassen. So viel habe ich schon gecheckt. Und Kraut. Ganz schön gemein. Führen die alle nur da hinten hin oder gibt es noch eine Blume, die ich übersehen habe? Gibt aber auch keinen anderen Weg dahin. Ah. Die Lampe ruhig einlassen, Rose. Da ist eine noch. Oh, das ist weit weg. Nee. Muss ich hier drauf? Oh, nein. Wieder drauf. Weit genug. Das ist frech. Ich stelle mir das jetzt am dümmsten an. Von hier oben an die Blume? Nee. Ja, was ist denn mit dem hier? Kann ich von... Warte mal. Mit dir hier. Ah, dachte ich mir. Müsste ich rankommen. Natürlich. Ganz schön gemein. Garstigen Hobbits. Hey, hab ich schon. Ich hab Joghurt im Rucksack. Ich glaube, ich muss sie wegmachen. Arschlöcher. Ein Schuss nur noch. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Ja, ich habe den auch schon gesehen.
Nehmen wir mal einen rein. Ich dachte, ich könnte es wegmachen, ohne dass ich die töte, aber hat nicht funktioniert. Leider. Jetzt müsste ich da hinten lang gehen können. Genau. Das ist doch gar nicht so schwer gewesen. Dass man die stacken kann. Mal hier noch. Das ist schön. Das ist auch wunderbar. Jetzt haben wir alles blau. Und jetzt müsste ich rankommen. Lass mich raten, jetzt kommt noch mal ein ganz großer unten, den ich nicht besiegen kann. Wo bist du? Mit einer Maske. War vorhersehbar. Wir sind eingesperrt. Wo bin ich? Raus aus den Federn, Kleines. Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristall entfernt. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm, nicht schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet. So viele Sklerotien und fast alles ertragen. Na, was denkst du? Findest du die echten? Beeil dich lieber, sonst wirst du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Bleib ruhig. Hilfe. Dann machen wir. Nur noch 2 Minuten. Keine Zeit zu verschwenden. Tiefer als das Fass. Rechts. Ja. Das war, keine Ahnung, nächster. Kaputte Wand, tiefe Schatten, großer Kern. Das hilft mir nicht. Hier. Eieiei, wie die Zeit vergeht. Nur noch 90 Sekunden. Hoppla, mir scheint, dir fehlt das richtige Auge hierfür, Liebes. Bitte Wand. Wo ist denn eine kaputte Wand? Das war nicht mal knapp. Eine Minute übrig. Du solltest dich ranhalten. Ja, einfach alles ausprobieren. Ich an deiner Stelle würde kein Risiko eingehen. Hm.
schlecht. Großer Kern. Wie verschatten. Da muss ich mich woanders hinstellen. 10 Sekunden war mir ein Vergnügen. Ich glaube, das wird nix. Upp, das war's. Meine kaputte Wand, ich sehe nicht in meine kaputte Wand. Ist ja gelb. Das war jetzt Hektik. Du hast es geschafft. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Jo. Du selbst. Ich wollte eigentlich ein Pony, aber besser als nichts. Okay, wir haben's irgendwie geschafft. Ist ja schon mal gut. Sind wir jetzt eigentlich unten im Keller? Oh, es gibt viel Schrotflintenmunition. Noch was? Ja, irgendwas ist noch. Hier war mein Hauptspiel auch sehr oft. Jetzt war's das. Jetzt sind wir in der Küche wieder. Ja, ich glaube ich. Ja. Gibt's aber echt viel Munition. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, hier ist die Küche. Okay, dann wollen wir mal die Masten platzieren, würde ich sagen. Passt soweit. Hier willst du nicht reden mit mir wieder? Nee.
Ja, durchlassen. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber, um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lang mit ihnen gelebt. Sei vorsichtig. Ich weiß. Ich weiß. Niemals der richtige Kristall, wa? Einfach. Ja, die zweite war schon drin. Hab ich die schon reingetan? Ah, ne. Tiere sind das insgesamt. Dann. Bin gespannt. Gut gemacht, der denn, ja. Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom echten kaum zu unterscheiden, oh, nicht wahr? Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nee, oder? Gegen den Kämpfer? Den Gegner besiegen. Oh shit! Jetzt ist er sogar noch hässlicher! Hat aber eine Schwachstelle jetzt. Ey, ey, ey. Das nenne ich Unterhaltung. Der Junge hält aber aus. Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Laubschleimchen, Laubschleimchen. Richtig. Nicht mal eine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Ich bewundere deine Entschlossenheit, so nutzlos sie auch sein. Okay, jetzt mal ja sagen können. Ah, einen Schuss habe ich noch. Ich sehe meine Häschen so gern zu, wie sie sich finden. Ah. Warte mal, eins kann ich mal testen. Das würde mehr Sinn machen. Ich glaube, ich hab's geschnallt.
Gib nicht auf, kleines Häschen. Es besteht immer noch Hoffnung. Ist er tot? Hab ich's geschafft? Na, sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Langsam wird's langsam. Jetzt, wo ich meine ganz schrumpfende Munition verbaut habe. Etwas mehr Schwung! Boah. Nur genau. Euer Ernst? Verstehe. Stärker. Das soll eine Show sein? Ah, auf Rücken natürlich. Der Boss kommt. Hier reicht's mit dem Gefänkel. Bring's zu Ende! Mach ich. Hätte man vorher wissen müssen, wie der geht. Hätte man schön Munition sparen können. Sind wir im Dorf? Ernsthaft? Wo bin ich denn jetzt?
Puppenspielerin. Eine tiefere Ebene. Ebene. Je tiefer du gehst, desto schwerer Flucht. Du musst gehen, solange du kannst. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ihr Kopf. Ja, und? Lass ihn uns suchen. Dann los. Ich ahne Schlimmes hier in diesem Gebiet. So, sieht so aus. Alter, hier habe ich noch genug. Ups. Sechs Schuss. Ich hätte so viel, ey. Hätte ich mal eher drauf geachten müssen, dass ich den stunnen muss. Aber okay. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ich weiß, wo der Kristall ist. Ah ja. Was ist das? Gar nicht creepy. Willst du meine Freundin sein? Ah, hier hat man damals einen geilen Bosskampf gehabt. Let's play. Lass uns spielen. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor, aber was soll das? Oh ja. Ist gar nicht mehr, wie sie hieß. Die Puppenspielerin. Irgendwas, was? Was ist Stimmt los? Nicht. Jemand versucht mich zu blockieren. Okay. Irgendwas ist anders. Welcome, Rose. Okay, jetzt wird's weird. Das Haus erkunden. Ja Leute, und wie wir das Haus erkunden, das sehen wir in der nächsten Folge von dem DLC zu Resident Evil 8 Shadows of Rose. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.